Wir haben mit ihnen gelitten und mitgefiebert, mit ihnen geweint und gesungen. Die Castingshow Popstars hat viele unserer liebsten Bands hervorgebracht. In der ersten Staffel sind es die No Angels, die passend zu ihrem 20-jährigen Bestehen wieder voll durchstarten. Staffel 2 schenkt uns Broses und Staffel 3 dann die Boygroup Overground. Ahmed, Akai, Ken, Mark und Maiko erobern mit ihrem Hit Schick mir einen Engel unsere Herzen im Sturm. Leider bleibt das ihr einziger großer Erfolg und nur 5 Jahre später trennen sich die Wege der 4 Jungs. Was sie heute machen? Musik spielt auf jeden Fall bei allen immer noch eine große Rolle. Akai versucht es unter dem Namen 2529 Solo und gründet dann ein erfolgreiches Event- und Marketingunternehmen. Zu seinen Freunden zählen unter anderem die Rapper Kollega und Farid Bang. Auch privat ist der 38-Jährige sehr glücklich. Mit Frau Eleni hat er 2 Töchter. Maiko macht nach dem Aus der Band erstmal sein BWL-Studium fertig, arbeitet danach als Schauspieler in kleineren Rollen und moderiert die Sendung Bravo TV. Heute ist er als Manager im Musik- und Eventbereich tätig. Auch Ken versucht wie Akai seine Solokarriere zu starten. Nach einer Zusammenarbeit mit dem Rapper Fatman Scoop wird es allerdings ruhig um ihn. Erst 2011 sehen wir ihn wieder auf der großen Bühne, als er es bei The Voice of Germany unter die 64 Besten schafft. Die wahrscheinlich größte Veränderung hat das Nesthäkchen der Teenie-Stars hinter sich. Damals süße 16 Jahre jung ist Mark zu einem charismatischen Mann mit langer Haarpracht geworden. Nach seinem Studium und einer Ausbildung als Schifffahrtskaufmann geht er nun seinen Leidenschaften nach: Singen, Tanzen und Modeln. Vor allem mit Ken verbindet ihn eine echte Männerfreundschaft, wie diese Erinnerung zeigt. 11 Jahre liegen zwischen diesen beiden Aufnahmen. Über ein Comeback von Overground sagt Mark zu Bild: Konkret haben wir nicht darüber gesprochen, aber warum nicht? Und er verrät, dass es eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe mit allen Bandkollegen gibt. Ein kleines bisschen Hoffnung könnte also vielleicht bestehen, dass wir diese 4 doch noch einmal vereint sehen.